Heute stelle ich dir 10 Geheimnisse in Skyrim vor, die 2023 nur die wenigsten über das Spiel wissen. Egal, ob es um die große Story von Skyrim geht oder um versteckte Mechaniken, wo man sich gar nicht klar darüber war, dass diese im Spiel stecken, für jeden wird heute etwas dabei sein. Und ich persönlich war echt stark darüber überrascht, was es alles noch so in Skyrim zu entdecken gibt. Ich bin übrigens der Amimus und hier auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Skyrim und um The Elder Scrolls. Falls dich das interessiert, lade ich dich dazu ein, gerne ein kostenloses Abo dazulassen. Fangen wir an mit dem ersten Geheimnis, was kaum jemand kennt. Gleich zu Beginn werfen wir einen Blick auf die Story von Skyrim. Hier gibt es den großen Antagonisten Alduin, den wir besiegen müssen. Und um Alduin zu besiegen, müssen wir nach Sovngarde reisen. Das ist einfach gesagt der Himmel von den Nord, wo man als Nord dann hinkommt, wenn man im Angesicht des Todes mutig kämpft. Und hier in Sovngarde, wenn wir gegen Alduin kämpfen, gibt es ein sehr heftiges Geheimnis, was die ganze Story von Skyrim obsolet macht. Relativ früh zu Beginn der Story von Skyrim werden wir darüber aufgeklärt, dass es nicht so leicht ist, einen Drachen zu töten. Man kann zwar den Körper von einem Drachen vernichten, allerdings wird der Drache daraufhin wieder geboren. Etwas, was wir im Spiel ja auch an mehreren Stellen zu Gesicht bekommen. Nur das Drachenblut ist dazu in der Lage, die Seele eines Drachen aufzunehmen und damit zu verhindern, dass der Drache wiedergeboren wird. Wir sind also die ultimative Drachentötermaschine, wenn man so möchte, und das einzige Lebewesen in Tamriel bzw. in Himmelsrand, was Drachen effektiv töten kann. Wenn wir uns allerdings Alduin in Sovngarde stellen und ihn schlussendlich besiegen, nehmen wir nicht seine Seele auf. Damit ist Alduin auch nach den eigenen Regeln, die Skyrim aufstellt, nicht wirklich tot, sondern kann nach einiger Zeit wiedergeboren werden bzw. erneut erscheinen. Lustigerweise bestätigen uns das übrigens auch die Graubärte, nachdem wir nach Sovngarde wieder zurückkehren nach Hohodgar und mit diesen sprechen. So gesehen könnte Alduin noch wiederkommen. Vielleicht hatte Bethesda hier auch ein DLC geplant, wo halt Alduin erneut erscheint, oder aber wir sehen ihn vielleicht in The Elder Scrolls 6 oder in einem deutlich späteren Teil der Elder Scrolls Reihe. Widmen wir uns nun dem zweiten Geheimnis, was in der Schwarzweite angesiedelt ist. Und hierbei handelt es sich um ein Geheimnis, wo mir gar nicht bewusst war, dass das Leute als ein Geheimnis werten würden, weil ich dachte, das wäre jedem klar. Was inzwischen ein jeder weiß, ist, dass es in der Schwarzweite eine Stadt gibt mit einer großen leuchtenden Kugel. Nutzen wir den Schrei unerbitterlicher Macht, taucht aus dieser Kugel ein Drache hervor. Hierbei handelt es sich um einen versteckten Endboss in der Schwarzweite. Was aber kaum jemand scheinbar weiß, ist, dass hinter dieser Stadt es auch noch einen Riesen zu entdecken gibt. Besagter Riese wandert die Straße in der Schwarzweite auf und ab und wenn wir ihn begegnen, wird er uns angreifen. Okay, vielleicht hast du beide Dinge gewusst, aber jetzt kommt noch ein kleiner Twist, den du vielleicht nicht kanntest. Denn seit Jahren stellen sich Fans die Frage, hey, wie konnte hier der Riese und wie konnte hier eigentlich der Drache überhaupt hinkommen? Schließlich sind die Ein- und Ausgänge der Schwarzweite viel zu klein, als dass dort irgendwie ein Riese hindurchpassen würde, geschweige denn ein Drache. Spannenderweise gibt hier drauf The Elder Scrolls Online eine Antwort, denn hier können wir im Rahmen des Kapitels Greymoor auch wieder die Schwarzweite besuchen. Im Gegensatz zu Skyrim fällt die Schwarzweite dort jedoch deutlich größer aus. The Elder Scrolls Online spielt 1000 Jahre vor den Ereignissen in Skyrim. Das heißt, dass in Skyrim Teile der Schwarzweite zugeschüttet worden sind. Wir können in ihr so eine Quest absolvieren, die sich die Klänge der Tiefe nennt. Wir sollen eine alte Maschine der Dwemer reparieren, die nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert und Raum und Zeit stört. Durch diese Störung tauchen überall in der Schwarzweite merkwürdige Kreaturen auf. Wesen, die hier eigentlich nichts zu suchen haben. Die Quest ist übrigens ziemlich verrückt und wir begegnen auch tatsächlich einem Zeitreisen, was definitiv bestätigt, dass es in The Elder Scrolls Zeitreisen gibt, beziehungsweise dass das möglich ist. Diese seltsame Maschine ist womöglich dafür der Grund, dass es einen Riesen und einen Drachen in der Schwarzweite gibt. Außerdem könnte sie auch als Hinweis
es dafür gedeutet werden, dass die Wimmer womöglich in ein Paralleluniversum gereist sind. Was denkt ihr? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Das nächste Geheimnis in Skyrim hat es so in sich, dass wir hier erstmal gemeinsam einen kleinen Ausdauertrank herstellen müssen, damit uns hier nicht die Puste ausgeht. Gut, dass mir hier meine Freunde von Holy Energy ihre neue Sorte zukommen haben lassen. Fruity Frog heißt diese und sie vereint Ananas und Maracuja-Geschmack in einem. Holy Energy ist dabei für euch der perfekte Ausdauertrank. Perfekt für lange Zockernächte oder wenn ihr lange Zeit Konzentration aufrechterhalten müsst. Möglich wird das Ganze gemacht durch mikroverkapseltes Koffein, was sich im Gegensatz zu anderen herkömmlichen Cafés oder Energydrinks langsam auflöst und euch somit einen durchgehenden Fokusboost gibt. Kombiniert wird das Ganze mit 14 Nootropics und richtig guten Vitaminen. Geliefert wird euch das Ganze in Pulverform. Eine Packung reicht dabei aus für 50 nachhaltige Energydrinks. Testet auf jeden Fall das Probierpaket, um herauszufinden, welche Sorte euch am meisten schmeckt. Aber Fruity Frog kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Mit dem Code AMEMUS spart ihr. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Mit einem Kauf unterstützt ihr mich und diesen Kanal. Ordentlich Ausdauer brauchen wir auch für dieses Skyrim-Geheimnis, denn wir lassen jetzt die Fäuste fliegen. Es ist tatsächlich möglich, Skyrim komplett ohne Waffen zu spielen. Eigentlich an jedem Ort in Skyrim, in jeder Dungeon, wirklich überall findet man irgendwo zumindest ein Eisenschwert. Und wenn kein Eisenschwert da ist, zumindest ein Holzschwert oder irgendetwas, was man als Waffe nutzen kann. Aber ihr könnt Skyrim auch nur mit den Fäusten spielen. Am besten eignen sich hierfür die Khajiit, denn die haben einen ordentlichen Bonus von vornherein, um halt die Krallen schwingen zu lassen. Bereits zu Beginn macht ihr mit den Fäusten in der Regel einen durchschnittlichen Schaden von 10 Punkten. Ironischerweise ist dieser Wert bereits höher als die meisten Waffen, die ihr zu Beginn im Spiel findet. Es gibt sogar für den unbewaffneten Kampf Finisher-Moves. Ich persönlich finde, dass diese sogar ziemlich cool aussehen. Mit der Skyrim Anniversary Edition sind sogar neue Handschuhe bzw. neue Panzerhandschuhe in das Spiel hinzugefügt worden, die extra für das Schlagen ausgerichtet sind und ziemlich cool aussehen. Versucht doch also mal euren nächsten Spieldurchlauf nur mit Fäusten zu spielen. Widmen wir uns dem nächsten Punkt. Dass es für Skyrim unzählige verschiedene Portierungen, aber auch Versionen gibt, das weiß eigentlich jeder. Deswegen wurde Bethesda, die Entwickler von Skyrim, ja auch sehr häufig kritisiert. Der Vorwurf, die Kuh wird ordentlich gemolken. Doch auf diese Kritik ist tatsächlich Bethesda eingegangen und hat sich lustig darüber gemacht. So gibt es die Skyrim Fairy Special Edition für Alexa. Vorgestellt wurde das Ganze in einem lustigen Video, wo sich Bethesda selbst so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Allerdings ist es so, dass es diese Version wirklich für Alexa gibt und zwar als Skill. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr könnt mit dem Sprachassistenten Alexa eine Runde Skyrim spielen. Diese Version ist kostenlos, aber auch sehr abgespeckt. Es ist natürlich nicht so komplex wie das ganze Spiel. Lustig ist das Ganze allemal. Fun Fact am Rande, ihr könnt übrigens mit ChatGPT oder mit Bing Chat tatsächlich auch Skyrim spielen. Mega beeindruckend zu sehen, wie sich KI weiterentwickelt, aber auch irgendwie ein Stück weit unheimlich. Was nicht unheimlich, aber ganz schon spannend ist, ist das Kriminalitätssystem in Skyrim. Wusstet ihr, dass das Spiel euch bis zu 11 verschiedene Verbrechen anlasten kann? Das geringste Übel ist dabei noch das Stehlen von Gegenständen aus Häusern. Aber ihr könnt auch natürlich dafür bestraft werden, dass ihr jemanden ermordet habt. Wenn ihr dann im Gefängnis gelandet seid und euch entscheidet, aus diesem Gefängnis auszubrechen und dabei erwischt werdet, dann wird euch das Verbrechen Gefängnisausbruch zur Last gelegt. Aber auch das Verwandeln in einen Vampir oder in einen Werwolf ist strafbar in Skyrim. Werdet ihr nicht von der Obrigkeit erwischt, dann können die NPCs, denen ihr Leid zugefügt habt oder wo ihr sogar die Angehörigen umgebracht habt, Schläge anheuern, die euch dann versuchen ausfindig zu machen. Bedingt dadurch, dass die NPCs ein komplexes Beziehungssystem untereinander haben, könntet ihr beispielsweise Camilla, die Schwester von Lucan, umbringen. Lucan wird höchstwahrscheinlich danach dann Schläger beauftragen, euch ausfindig zu machen. Bedenkt das also, wenn ihr das nächste Mal die NPCs in Skyrim quält. Mit der Skyrim Anniversary Edition kam die letzte Version, wahrscheinlich die letzte Version, von Skyrim auf den Markt. Dabei löste diese Version von Skyrim ein kleines Drama aus. Neben neuen Inhalten wurden
wurden auch die Skripte aktualisiert, was dazu führte, dass eine Reihe von Mods nicht mehr funktionierten und erst aktualisiert werden mussten. In all dem Chaos ging ein Stück weit unter, wie viele Inhalte die Skyrim Anniversary Edition nun eigentlich besitzt. Insgesamt 63 neue Quests werden mit der Anniversary Edition in das Spiel hinzugefügt. Diese können unterschiedlich lang ausfallen. In der Regel haben sie kein besonderes neues Voice Acting, sondern greifen auf bestehende Soundfiles von den Sprechern zu. In allen Fällen werden die Quests vorwiegend dadurch getragen, dass es Tagebucheinträge gibt, die halt die Geschichte näher bringen. Im Durchschnitt ist eine Quest der Skyrim Anniversary Edition 15 Minuten lang. Rechnet man das nun mal 63 Quests, kommt man auf knapp 15 Stunden. Bedingt dadurch, dass einzelne Quests wie zum Beispiel Saints and Seducers deutlich länger sind, um alle Inhalte wirklich vollständig abzuschließen, kommt man wahrscheinlich auf eine Spielzeit von 20 bis 25 Stunden. So gesehen lohnt sich die Skyrim Anniversary Edition auf jeden Fall, und das ist etwas, was nur die wenigsten gewusst haben werden. Okay, zurück zum Anfang. Und damit meine ich die Startsequenz von Skyrim, wo wir in der Kutsche sitzen. Hier begegnen wir nämlich dem Pferdedieben Lokir, der, wie wir, hingerichtet werden soll in Helgen. Lokir nimmt das Ganze allerdings nicht wirklich gut auf und flieht und wird schlussendlich von den Bogenschützen hingerichtet. Was vielleicht schon einige von euch gehört haben, ist, dass auch Spieler versucht haben, mit der Konsole und mit Tricks Loki das Leben zu retten. Doch das funktioniert leider nicht. Loki muss immer sterben, damit die Startsequenz erfolgreich abgeschlossen werden kann. Sonst kommt man im Spiel nicht weiter, beziehungsweise das Spiel stürzt einfach ab. Das liegt daran, dass die Startsequenz von Skyrim eine der am heftigsten geskripteten Sequenzen im Spiel ist, die es überhaupt gibt. Aber das war nur aufgewärmter Kaffee, denn jetzt kommt eigentlich das lustige Easter Egg, wenn man so möchte. Skyrim ist heute auch noch so beliebt, weil es Modding-Support gibt. Im Zuge dessen hat Bethesda das Creation Kit für die Community zur Verfügung gestellt. Mit der Veröffentlichung des Creation Kits gab es auch ein offizielles Tutorial von Bethesda, wie man mit diesem Kit umgeht, um selber Mods zu erstellen. Und in diesem Tutorial erstellt man gemeinsam mit Bethesda die Grabstätte für Lokir. Streng genommen ist diese Mod, die erstellt worden ist von Bethesda für Tutorial-Zwecken, eine der absolut ersten Mods für das Spiel. Ihr könnt übrigens diese erstellte Mod von Bethesda auch tatsächlich herunterladen. Die Grabstätte wird dann in der Nähe von Flusswald hinzugefügt und kann komplett bestaunt werden. Nun wird es doch mal richtig spannend, lustig, aber halt auch irgendwie interessant. Wusstet ihr, dass die NPCs komplexer sind als unser Spielcharakter? Okay, ganz ehrlich, über die KI in Skyrim kann man sich definitiv streiten. Aber wenn es um die grundlegenden Attribute geht, dann sind die NPCs in Skyrim deutlich komplexer, denn sie besitzen mehr als wir Spieler. Alle NPCs, aber auch unser Spielercharakter, haben auf die drei Basisattribute Magicka, Ausdauer und Leben den Zugriff. Die NPCs verfügen jedoch noch über 7 weitere versteckte Attribute. Der Wert Disposition bestimmt darüber, welche Beziehung die NPCs zu Spielern und zu anderen NPCs besitzen. Aggression bestimmt, wie aggressiv der NPC in Kämpfen vorgeht. Dann wäre da noch Confidence. Dieser Attribut entscheidet darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der NPC aus dem Kampf flieht oder weiterkämpft. Direkt verbunden ist damit der Wert Assistance, der darüber entscheidet, ob ein NPC einem anderen NPC hilft im Kampf. Nicht weniger spannend ist der Attribut Mut, der, wie der Name bereits suggeriert, darüber entscheidet, welche Emotionen der NPC im Gesicht zeigt. Am spannendsten finde ich allerdings den Attribut Energy Level, denn dieser entscheidet darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass der NPC aus seiner Sandbox ausbricht. NPCs mit einem besonders hohen Wert tendieren dazu, eher die Spielwelt von Skyrim selbst zu erkunden, was schon ein Stück weit unheimlich ist. Und zum guten Schluss wäre da noch der Wert Moral, der darüber entscheidet, ob der NPC gewisse Dinge mitmacht oder nicht, die gegen seine Moral verstoßen. Das ist ja jetzt alles schön und gut, aber was sind eigentlich die schlechtesten Waffen in Skyrim? Um das herauszufinden, musst du dich unbedingt hier in dieses Video reinklicken.